und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meiner Ausrüstungsempfehlungen. Als erstes wollte ich nochmal sagen, dass ich dafür kein Geld bekomme. Ich habe also keine Kooperation mit den Firmen, sondern ich empfehle es einfach nur, weil ich es selbst nutze und damit total zufrieden bin. Also deshalb die Empfehlung, heute geht es um das North Face Duffelbag. Hier ist es also, das North Face Duffelbag. Das Duffelbag besteht aus LKW-Plane. Es ist extrem robust und reißfest. Und natürlich wasserdicht. Dieses hier ist jetzt Größe S. Und Größe S sind meines Wissens nach 30 Liter Packungsinhalt. Ich nutze es als Reisetasche, Rucksack, als Schwimmtasche, als Handgepäcktasche auf Flügen, ja, und auch als Sporttasche. Eigentlich hat es einen langen Gurt, den habe ich aber abgemacht, weil ich ihn einfach nicht benutze. Normalerweise nutze ich nur die Schulterträger. Ja, die Tasche hat auch Schultergurte. Ihr seht das hier. Man kann sie wie einen Rucksack aufsetzen. Ich war eher skeptisch, weil ich Reisetaschen schon ausprobiert habe, als Rucksack zu tragen, aber das fand ich nicht so bequem. Aber dieses Rückensystem ist total gemütlich. Also es ist natürlich nicht so perfekt wie bei einem richtigen Rucksack, aber man kann sie gut auf dem Rücken tragen. Und wenn man die auch richtig packt, also das Schwere an den Rücken packt und mit diesen seitlichen Kompressionsriemen das alles noch richtig verstellt, dann ist sie auch total gemütlich. Ja, was haben wir noch? Hier an der Seite ist ein Schnellzugriff mit einem Reißverschluss. Da kann man Portemonnaie oder irgendwas reintun. Ich habe jetzt hier Hundetüten drin. Dann haben wir hier oben, da stecke ich immer eine Visitenkarte rein, so kann die nicht verloren gehen, auf Flügen oder so. Dann ist hier dieses große Fach, das öffnet man mit zwei Zippern und hat dann einen riesengroßen Zugriff aufs Innenfach. Schaut mal, also es gibt innen nur ein Fach, abgesehen von dieser Mesh-Tasche. Die ist sehr gut belüftet, also wenn ich beim Schwimmen war, dann lege ich hier meine nassen Sachen mit rein. Hier ist noch ein Karabiner, da kann man einen Schlüssel befestigen, geht nichts verloren. Mein Fazit zu dieser super Reisetasche oder wozu man sie auch immer benutzen will, ist Daumen hoch. Vor allem, weil sie wirklich 100% wasserdicht ist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch. Wenn du noch weitere Videos sehen möchtest zu meinen Themen Reisen, Ausrüstung, Kurztrips, oder auch meine Pflanzenexperimente und meine Erfahrungen mit meinem Hund, dann abonniere doch einfach meinen Kanal, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video gedreht habe. Tschüss!